Ja, servus YouTube. Willkommen zu meinem zweiten Teil. Ich bastel hier mal wieder ein bisschen weiter mit meiner Stromversorgung, mit meiner neuen. Zumindest mit der Verkabelung bin ich so ein bisschen am Kämpfen. So ein bisschen habe ich jetzt was vorbereitet und das zeige ich euch jetzt hier gleich. So, Leute, die Kabel für meinen Solarregler habe ich schon mal vorbereitet jetzt. Seht ihr hier, eins steckt schon drin. Dieser Teil, also das Ende ist dann quasi der Trennschalter. Die Seite geht dann auch auf den Trennschalter. Die andere Seite davon ist auch mit Öse. Die geht dann auf die Batterie. Und das gleiche nochmal für Minus. Ader-Endhülse drauf. Und hier auch wieder so eine Öse halt. Ne? Ja, ich habe die Kabel doppelt genommen, damit ich einen höheren Querschnitt bekomme. Ich habe leider kein tolles Kabel mehr gehabt. Das war jetzt noch so ein Reststück. Aber für meine Solaranlage zum Aufladen ist der Querschnitt ausreichend. Also von daher sollte da kein Problem entstehen. Und somit ist das alles schick. Jo, jetzt müssen wir den ganzen Spaß nur noch verkabeln. Wobei ich jetzt gesehen habe, dass meine Kabel wo meine Solarzelle angeklemmt wird. Eine Seite ist schon mal abgegangen. Die habe ich jetzt notdürftig geflickt. Die werden wir jetzt nochmal kürzen, neu absetzen. Und dann werden wir die mit neuen Ader-Endhülsen ausstatten, dass wir da auch wieder einen sauberen Übergang haben, weil das, so will ich das nicht lassen. Okay, dann wollen wir mal loslegen. So, jetzt muss man tatsächlich Funkgerät ein bisschen leiser machen. So, alles verkabelt, alles schick gemacht. Ja, ich muss noch ein bisschen was ändern. Und zwar, so hatte ich das vorher geplant mit den Schrauben. Und ja, der Autofokus ärgert mich gerade ein bisschen. Das wäre aber zu kurz gewesen. Jetzt habe ich halt nur noch mal so etwas viel längere Schrauben gehabt. Aber naja, da passen noch ein paar Kabelschuhe drunter. Ja, wie gesagt, die lange Schraube, da ist jetzt, ich sag mal, die komplette Bordverkabelung dran. Da haben wir einmal ein zusätzliches Stromkabel. Da sind einfach am Ende zwei Bananenbuchsen angeklemmt. Nutze ich mal so als Verlängerung für nach draußen oder wie auch immer. Dann eben hier ist ja dieses Doppelkabel. Das kommt vom Solarregler, der Minuspol. Wie man sieht, ist ja alles schwarz. Und der hier geht zu so einer kleinen Verteilung mit Bananenstecker oben auf meinem Regal. Ja, das Ganze dann nochmal auf der Plusseite. Und ja, damit ist schick. So, dann haben wir, ja, wie gesagt, das dickere schwarze Kabel. Habe ich zwei, ja, Zugentlastungen dran gemacht. Dann haben wir das natürlich auch alles wieder neu verkabelt da unten. Ja, nicht wundern, warum da zwei schwarze nebeneinander sind. Das ist ein bisschen tricky. Der hat wirklich Plus, Minus, Minus, Plus nebeneinander liegen. Warum auch immer man das so gemacht hat, ich habe keine Ahnung. Naja. Ja, also, ich habe da deswegen nichts falsch angeschlossen oder so. Ja, funktioniert natürlich auch. Wenn ich jetzt den Schalter hier betätige, sieht man, okay, da unten fängt was an blinken. Jetzt blinkt schon, ne? Da ist er doch. Ne? Er hat natürlich jetzt keine Solarzelle gefunden. Wenn er jetzt einmal nur so kurz blinkt, ist mehr oder weniger einfach nur ein Zeichen, dass das Ding in Betrieb ist und per Bluetooth wäre das Ding jetzt auch erreichbar. Da habe ich ja schon mal ein Video zu gemacht. Ja, also, können wir wieder abschalten. Solarzelle ist heute nicht dran. Lohnt auch nicht. Es ist jetzt gerade so ein bisschen angefangen zu regnen. Und ja, so sieht mein Kasten jetzt quasi aus. Jetzt kann die obere Schublade wieder rein und dann geht los. Ja, das war erstmal mein kleines Bastelprojekt. So, jetzt ist alles wieder aufgeräumt. Jetzt müssen wir nochmal irgendwann die Solarzelle testen. Das macht allerdings heute keinen Sinn. Keine Sonne da. Zwischendurch war es gerade noch am Regnen. Die Zeit habe ich genutzt, um mein Auto ein bisschen hier hinten alles wieder aufzuräumen, alles wieder einzuräumen. Das ist mit dieser Schublade, die da drin sitzt, ein bisschen tricky. ja. Ich hoffe, ihr habt bis hierhin zugeschaut. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr vielleicht noch einen Daumen da lasst. Und für die, die mich noch nicht abonniert haben, wäre natürlich auch toll. Bin ich ja ehrlich.
Ansonsten, ja, wartet erstmal für jetzt und dann müssen wir uns mal überlegen, wie es weitergeht. Ich habe da schon wieder was Neues. Ich habe nämlich noch ein anderes, kleineres Problem. Da kommen wir dann andermal zu. Das werde ich aber dann auch nochmal hier so ein bisschen verwursten. Also in diesem Sinne, 73, viel Spaß am gemeinsamen Hobby und man hört sich dann vielleicht mal irgendwo wieder oder sieht sich hier vom Deckel Whoopi Dirk oder Delta Oscar 3 Delta Hotel. Bis denn dann.